Und hier ist das Bild. Und dann gucke ich mal. Es fängt an. Die haben Scheibenwischer für das Fenster. Immerhin, sie fangen an, das Gelände zu verlassen. Ich schätze, die Reinigung wird bis nach unserem Urlaub warten müssen. Wir sollten den externen Fruchtsammler einsatzbereit machen. Die Kühlung durch den Schnee hält sie sogar frisch. Mhm. Zieh da das rein. Wir sind drinnen und der Kühlschrank ist überall dort draußen. Genialer Gedanke, oder? Sicher bist du ein schlaues Käppchen. Wusste ich's doch. Ich frage mich, ob die anderen heute früher fahren. Die Straße ist ja nun frei. Tja, warum auch nicht? Kaum zu glauben, dass wir wegen der vielen Aufträge unsere Weihnachtsfeier so weit nach hinten verschieben mussten. Brichst du heute auch früher auf? Ja, warum nicht? Ich verbringe den Abend mit der Familie meiner Schwester. Sie leben hier ganz in der Nähe. Mit ihrem kleinen Bike, oder? Lag was? Ja, es ist wirklich lange her, dass wir uns gesehen haben. Ich muss nachher definitiv ein bisschen den Zeitplan da wieder umschieben. Mit ihrem kleinen Blag, was? Ja, aber ihr kleines Blag hat mir ein besseres Weihnachtsgeschenk gemacht als du. Hey, immerhin habe ich versucht, für meinen Partner etwas zu besorgen. Im Gegensatz zu einer gewissen anderen Person. Glaubst auch nur du. Hm? Was ist das? Es ist ein Hintergrundgeräuscherekorder. Er spielt verschiedene beruhigende Hintergrundgeräusche ab, wie zum Beispiel Meeresrauschen oder das Zirpen von Grillen. Hört ihr das mal an? Hört sich an wie etwas, das mein Handy auch könnte. Ach ja, mit diesem Gerät kannst du auch eigene Aufnahmen machen und sie in einer Endlosschleife abspielen. Einfach Rec, also Rekord drücken und du kannst dir deinen eigenen Hintergrundsound für die Arbeit erstellen. Ich wiederhole, Handy. Sieht so aus, als wären wir beide nicht besonders gut im Schenken. So sieht's aus. Hey, ich nehm's trotzdem. Vielleicht nehme ich auf, wie Rob eine Standpauke bekommt und nehme das zum Einschlafen oder so. Ja, ja. Wie dem auch sei. Wie steht's mit dir? Hast du schon was vor? Also. Oh, komm her, du Hengst. Hey, hey. Oh mein Gott. Verschwindet. Ist das der Wein oder wirst du mit jedem Tag noch attraktiver? Meine Liebe, ich bin nüchtern wie am ersten Tag und du bist immer noch so noch heiß wie die Sonne. Wenn ich dir in die Augen schaue, ist mir, als würde ich sanftes Meeresrauschen hören. Das ist der Rekorder. Oh. Oh, du freches kleines Luder. Wenn mein Rücken nicht wäre, würde ich dich auf der Stelle... Hey! Hey! Es schneit draußen. Ja, schon den ganzen Tag. Ein bisschen peinlich, was? Okay, für heute ist es wohl genug. Yep. Ich mach mich auf den Weg. Tu das. Ja, wir sind wieder zurück. Scheint einige Tage nach dem Tomatenmassaker vom letzten Mal zu sein mit dem wütenden Mob vor der Company. Und es scheint Weihnachten zu sein. Oh hey, danke für den Rekorder und so. Meine Güte, sei jetzt nicht zu dankbar. Gut. Hier ist nix. Gehen wir mal raus. Mal gucken, vielleicht finden wir dieses beschämende Paar noch.
macht einen Anruf. Hallo? Wer ist Hallo, da? Hallo? Hat der gerade jemanden angerufen und sich nicht gemeldet? Das verrate ich nicht. Weil ich es eventuell selbst nicht weiß, aber ich meine, du kannst jede Erinnerung ändern. Aber sie haben halt nur die Freigabe bei den Sterbenden. Warum kommt teilweise noch raus, okay? Lass dich überraschen. So. Gehen wir zurück. Warum? Wen hat er angerufen? Was? Nichts. Warum bist du so schreckhaft? Ich bin nicht schreckhaft. Warum bist du schreckhaft? Was? Ja, dann sag's halt nicht. Es ist bis jetzt nicht raus, mit wem er geredet hat. Mit wem hat er geredet? Dann gehen wir mal weiter. Eva muss zu einer Weihnachtsfeier. Gehe zu Büroräume, Aufenthaltsraum, Eingangshalle. Gehen wir in die Büroräume. Gucken, ob sie ihr Tagebuch diesmal weggeräumt hat. Eddie. Hey Eva. Hey Eddie, wie ge... Nein, 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 Tür! Ups, sorry. Was soll's, kein Problem. Er braucht Ewigkeiten, oder? Hey, kannst du den Aufzugknopf für mich drücken? Warum? Hast du ihn nicht gerade erst gedrückt? Ja, aber der Aufzug scheint immer sofort da zu sein, wenn du ihn drückst. Das ist albern, es ist nur Glück. Komm schon, versuch's einfach mal. Was zum... Danke! Ja, gucken wir mal, ob jemand da ist. Und wünschen denen noch frohe Weihnachten und sowas. Du? Du? Und auch da geht nicht rein. Oh, da ist Roxy. Alles in Ordnung, Roxy? Oh, hey, hey, Eva. Ja, ich warte nur auf Rob. Dein Auto ist in der Werkstatt, also machen wir eine Fahrgemeinschaft. Hey, Rob, bist du soweit? Nur eine Minute noch. Wie auch immer, was machst du nachher? Nicht viel. Ich fahre nur nach Hause zu meinem Abendessen mit meiner Familie, meiner Schwester. Mit der Familie meiner Schwester. Wir haben immer ein gemeinsames Weihnachtsessen und sie warten auf mich. Wow, nett von ihnen. Wäre ich anwesend, hätte der Tonhahn keine Schonzeit. Okay. Glaube ich gern. Und? Hast du irgendwelche Pläne für heute Abend? Naja, ich treffe nachher ein paar Leute. Aber zuerst habe ich ein Date mit meiner guten alten Couch und einer Packung Eiscreme. An Weihnachten? Das hört sich einsam an. Ich werde mir die komplette Packung schnappen und sie ausleeren. Und dann werde ich löffeln, löffeln, löffeln. Klingt nach einem guten Plan. Jep, jep. Aha. Mensch, Roxy, ich sag doch in einer Minute. War's nicht? Hier ist keine Sau. Ich gehe mal eben in das, bevor ich... Ja, es klingt wirklich so, als hätte sie keine Freunde, aber die sind ja alle mit ihrer Arbeit verheiratet, also. Gehen wir mal zuerst in das eigene. Das liegt ja schon wieder hier. Okay, hier ist ihre Tasche, die muss ich wahrscheinlich eh mitnehmen. Nimm mal dein Tagebuch mit. Liebes Tagebuch, heute habe ich... Mist, nicht schon wieder! Und die Tür war auch offen. Ich sollte es endlich wegschließen.
Es ist sehr, sehr selten. Ich hole die Tasche gleich erst. Ich sollte meine Aktentasche nicht vergessen. Aber ich wollte sie nicht mitnehmen, weil ich Angst habe, dass ich dann nicht weiterkomme. Okay. Ah, Rob ist da. Neil. Hat Neil umgeräumt? Mehrere Flaschen selbstgemachten Ketchups. Was? Ich dachte, das ist ein Witz. Ja. Interessant. Warum hat er selbstgemachten Ketchup in seinem Büro? Hi, Rob. Ich bin abreisefertig und nun hat Dr. Winters noch was vergessen. Bist du soweit? Gleich! Oh mein Gott. Wie kommt es eigentlich, dass eure Patienten nicht vorher eingehen? Naja. Gehen wir mal weiter. Wir haben hier noch Weihnachten vor der Türe. Gehe zu Konferenzraum. Nein, da waren wir ja vorhin schon. Für das Meeresrauschen. Aufenthaltsräume dann. So, jetzt diesmal. Wir kriegen ja immer noch Geschenke, Leute. So, was sagt ihr denn? Mann, auch wenn die Hermann Corp heute für uns einspringt, wegen des Vertrags und so, mir ist trotzdem unwohl dabei. Schließlich sind sie unsere Konkurrenz. Ach, es gibt mehrere von euch. Ja, aber das ist wohl eine der wenigen Möglichkeiten, in diesem Job mal eine verlässliche Auszeit zu bekommen. Außerdem werden wir das Gleiche für sie tun. Sie sollten also besser gute Arbeit leisten. Interessant, dass es mehrere Companies gibt, die sich darauf spezialisiert haben. Ich bin so froh, dass wir endlich eine Auszeit bekommen. Es wird sicher schön, ein wenig Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Einen schönen Abend noch, Lisa. Du hast ihn dir verdient. Jeder hier hat das. Ganz besonders Willis und Timer. Um ehrlich zu sein, mache ich mir so etwas Sorgen um sie. Ja, sie arbeiten viel zu hart für ihr Alter. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich in der Lage wäre, mich um sie zu kümmern, wenn es soweit ist. Wo treibt Neil sich rum? Ich dachte, er wäre bei dir. Oh, er ist. Keine Ahnung, was er treibt. Wie üblich also. Ich gehe nach Hause, sobald ich hier aufgeräumt habe. Unordentliche Tische ertrage ich nicht. Du bleibst noch hier? Nein, nein, ich werde auch gleich aufbrechen. Ah, na gut, kommt gut heim. Ja, dann gehen wir mal, ne? Allen, bloß kein frohes Fest wünschen und, ne? Einfach abhauen, solange es einfach noch geht. Eingangshalle. Geht zu den Tomatenwerfern. Eva, wegen vorhin. Hey, mach dir keine Gedanken darüber. Nein, Mädchen, du verstehst nicht. Manchmal, wenn ein Mann eine Frau ganz doll lieb hat. Ach, du mal wieder. Ja, das war eine gute Entscheidung, ihn rauszuschieben. Danke. Gut. Vielleicht nächstes Mal. Okay, aber anscheinend geht es hier irgendwo hin. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Ja, aber ich habe auch keinen Grund, draußen in die Tomaten zu gehen. Du gehst? Du bist noch hier? Jupp, ich bleibe über Nacht. Moment mal, was? Alle gehen nach Hause. Was soll ich sagen? Ich bin halt ein hart arbeitender Samariter. Aus dem Weg! Neil? Bob? Ich heiße Robert. Rob? Wie auch immer, einen schönen Abend bei deiner Schwester Eva.
Du willst wirklich deine erste freie Zeit seit Monaten in der Firma verbringen? Jupp. Die komplette Villa für mich allein. Her damit. Na gut, wie du meinst. Hey, wenn du möchtest. Vergiss es. Was wollte sie wohl sagen? Tracy? Eva? Hey, Schwesterherz, ich bin auf dem Weg. Okay. Eva, warum ist deine Türe offen? Ich wusste, da ist was faul. Hat er da? Überall die matschigen Tomaten. Ja, da ist er. Er ist dort ganz allein? Ist heute nicht wie Weihnachten für euch? Ja schon, ich weiß auch nicht, was er da treibt. Süße, du solltest ihn zum Abendessen einladen. Was? Sei nicht albern. Du denkst zu viel hinein, Dummerchen. Er steckt nicht mehr dahinter. Einfach als Gefallen für einen Kollegen, weißt du? Ich kenne ihn. Er würde die Einladung nicht annehmen. Wie dem auch sei, deck schon mal den Tisch, ja? Ich werde bald da sein. Okay, Süße, bis gleich dann. Eva, was war das? Alles in Ordnung, Süße? Bist du noch da, Eva? Hä? Was war das? Eva, hörst du mich? Ja, ich bin gleich da. Okay, Süße, bis gleich dann. Déjà-vu? War das? Zwei Evas? Komm schon, aller guten Dinge sind 30. So geht der Spruch nicht. Und der Moment der Wahrheit. Anormalität in Stromkreislauf festgestellt. Hauptstromversorgung unterbrochen. Was zum... Wie kann das? Ich sollte ins Untergeschoss gehen und den Schalter zurücksetzen, bevor jemand was mitkriegt. Wenigstens läuft der Aufzug mit Notstrom. Vom Eingangsbereich aus komme ich ins Untergeschoss. Okay, dann gehen wir mal in den Eingangsbereich. Wenn ich hier irgendwie an deinen Klamotten vorbeikomme, weil du hier alles zugebaut hast. Das heißt, ich muss um den Tisch herum, weil du dir den Fluchtweg abgeschnitten hast. Gut. Ach, daran denkst du noch, falls doch noch jemand da ist? Interessant. In
Moment, Evas. Ja? Kein Tagebuch für dich. Hätten ja nicht mal eine Treppe. Unheimlich. Gehe zu Eingangshalle. Okay, diesmal ist dort ein Pfeil. Oh mein Gott. Was ist das denn? Für ein Hightech-Unternehmen ist die Stromversorgung ganz schön unzuverlässig. Zugangsprofil geladen, Dr. Neil Watts. Zugriffszeitpunkt 1947. Also gut, als erstes starten wir dich mal neu. Stromversorgungsstatus. Wieder in Betriebnahme wird eingeleitet. Und nun schauen wir mal nach, was passiert ist. Sieht fast so aus, als hätte jemand den Generator manuell heruntergefahren. Zugriffsdaten werden geladen. Das verstehe ich nicht. Das kann nicht richtig sein. Muss ein Fehler im System sein. Wer ist da? Was ist denn? Was stand denn da? Der Wischmob? Okay. Mit Wischmob bewaffnet gehe ich jetzt nach oben. Fußspuren. Wer? Die Tür war doch verschlossen. Da bist du. Ah. Ja. Stromversorgung wiederhergestellt. Ja, Eva hat einen Wischmob ins Gesicht bekommen. Hilft das Handtuch, Süße? Ja, es hilft. Danke. Welcher Affe hat dich denn gebissen? Keiner schlägt meine Schwester. Mensch, es war ein Unfall, okay? Dein Gesicht war ein Unfall. Hast du den ganzen Tag nichts anderes als den Besen zu schwingen? Hey, ich war im Raubtiermodus und da erscheint sie plötzlich in meinem Revier. Was kann ich dafür, dass ich mit solchen ultraschnellen Reflexen geboren wurde? Hätte er die ultraschnelle Reflexe, hätte er sie nicht geschlagen. Warum seid ihr überhaupt alle hergekommen? Musst du grad fragen. Deinen Urlaub allein im Büro verbringen. Wer macht denn sowas? Es war ihre Idee. Ja, verflixt nochmal. Ich sehe mir nicht an, wie der Partner meiner Schwester in so einer Nacht alleine vor sich hinschmollt. Ich hab nicht geschm... Du hältst einfach mal die Klappe und hörst zu. Ja, das sind Schwestern. Definitiv sind das Schwestern. Eva hat einige gute Freunde eingeladen und wir werden alle zusammen ein schönes Abendessen veranstalten. Und du wirst jeden Augenblick genießen. Wow. Du hast eine gewisse Ähnlichkeit mit jemanden, den ich kenne. Ach, wirklich? Gut. Arme Eva. Gucken wir uns das Bike an. Darf ich das Geschenk öffnen, Papi? Darf ich? Fragt Tante Eva, es gehört nicht uns. Na, hoff mal, dass du was Besseres bekommst als so einen gammeligen Rekorder. Mensch, Neil, wir sind gerade erst angekommen und Tracy ist jetzt schon stinksauer auf dich. Berufsrisiko lässt sich nicht ändern. Ja, es ist gefährlich hier. Ich will mir gar nicht erst vorstellen, was du mit einem Mob anstellen würdest. Aus versicherungstechnischen Gründen darf ich keinen führen. Hey, was ist in dem Paket? Wir wissen es nicht. Echt nicht? Ja, wenn ich darüber nachdenke, lagen hier letztes Jahr genau die gleichen Geschenkpakete.
Und können wir sie aufmachen? Nein, ich weiß nicht, wem sie gehören. Also bleiben sie einfach hier? Jep, tun sie. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. So sind Kinder. So. Na, na, Süße. Es ist nicht so schlimm, wie es zuerst aussah. Was war das? Warum ist er immer noch hier? Husch, husch! Ich sollte mich bei ihr entschuldigen. Eva, sorry. Hey, tut mir leid wegen deinem Gesicht. Sprich mich nicht an. Ach, Eva, es war das weiche Ende des Besens. Also genau genommen sollte ich dir eine Gesichtsmassage berechnen. Geh einfach weg! Ja, lass es einfach. Roxy? Oh, heyo! Ich dachte, du wärst schon zu Hause. Ja, so habe ich mir das auch gedacht. Aber als ich mich gerade gemütlich auf die Couch geschmissen hatte Eva angerufen, nach einem Taxiservice gefragt. Was? Aber sie ist doch schon hier. Tommy! Hallo! Was zum... Sarah! Hallo, Onkel Neil! Das letzte Mal, als ihr zwei vorbeigekommen seid, habt ihr mich mit Affengesicht... habt ihr mich Affengesicht genannt? Das war Tommy. Er ist gemein. Le, 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 le. Oh mein Gott. Was für Rotzbe... Wow, das Kind wird mein echter Satansbraten. Sorry, Lilly. Lang nicht gesehen, Neil. Stimmt, Eva hat euch einfach aus eurem liebevollen Zuhause gescheucht, hm? Oh, wir kommen gern vorbei. Die Kinder haben sich zu Hause ohnehin gelangweilt. Bla bla bla, lasst uns drinnen weiterreden, sonst verpassen wir noch das Abendessen. Oh ja, ich sollte mal die anderen begrüßen. Oh, weil Roxy auch alleine gewesen wäre, okay. Ja, Eva will dich eh nicht sehen. Hast du recht. Gute Entscheidung. So, scheinbar sieht Eva wieder was. Das Schnabeltier muss dabei sein. Was ist das? Ein Biber? Das ist ein Schnabli. Es gehört nicht mir, aber Mama hat gesagt, ich darf darauf aufpassen. Ich beschütze es vor allem Bösen. Darf ich es mal ansehen? Bist du böse? Nicht wirklich. Okay, du darfst Schnabli für 5 Minuten haben. Oh, süß. Juhu, Schnabli mag dich. Woran siehst du das? Weil es nicht versucht abzuhauen, woran sonst? Hey, bist du eine echte Doktorin? Wie meinst du das? So von wegen, machst du Operationen und so? Nein. Dann bist du keine echte Doktorin. Hörst du Dr. Dre? Nein. Ich auch nicht, aber Neil sagt, Dre ist kein echter Doktor, bekommt trotzdem fett Respekt. Also halt dich zurück. Wer ist das? Hey Jamie, was machst du da mit dem Plüschtier? Jetzt werd nicht zum Weichei, Sohn. Chill mal, Papa, es ist nur Schnabli. Oh, Kinder. Geht es dir besser? Ich werde es überleben. Also, Süße, du solltest öfter mal vorbeikommen. Wir sehen uns kaum noch. Naja, der Winter bei uns ist die anstrengendste Jahreszeit. Hoffentlich haben wir bald mal eine Auszeit. Überarbeite dich nicht. Du weißt, dass ich immer für dich da bin, wenn du mich brauchst. So, gucken wir mal, was Roxy sagt. Und dann haben wir noch Lili vor uns. Hey, danke, dass du Lili und die Kinder hergebracht hast. Kein Thema, solange du deinen Teil der Abmachung einhältst. Ha, ja, ich hab's verstanden. Das meine ich ernst. 2 Eimer voll Eiscreme. Darunter läuft nichts. Ja, Roxy, versprochen. Ich spreche hier von extra großen Portionen. Mit 2 X vor dem L. Und wenn ich einmal sage,
meine ich auch Eimer. Wenn ich damit fertig bin, will ich die als Mülleimer benutzen können. Ja, ich... Wo gehst du einkaufen? Das frage ich mich gerade auch. Danke, dass ihr uns eingeladen habt, Eva. Hey, ich hoffe, ihr habt euch nicht gestört. Überhaupt nicht. Es ist schön, die beiden Racker mal etwas aus dem Haus zu kriegen. Johnnys Haus hat eine tolle Aussicht, aber es ist ein wenig zu abgelegen für die Kinder, um es dort auszuhalten. Sie können draußen wunderbar spielen, aber ich habe immer Angst, dass sie stolpern und die Klippe hinunterstürzen. Verständlich. Ja, das wäre nicht so gut. Ja, ein Eimer, ein XXL-Eimer Vanilleeis, wenn ich bitten darf. Ja, das wäre nicht so gut. So, gehen wir mal nach Nähe gucken. Ich hoffe, er ist mittlerweile... Hey, hat jemand Nähe gesehen? Er ist uns im Flur entgegengekommen, aber er ist uns nicht nach drinnen gefolgt. Sieht so aus, als wäre er aus irgendeinem Grund wieder nach unten gefahren. Nach unten? In die Eingangshalle? Durfte nichts aussuchen. Ich gehe einfach erstmal nach da gucken. Hat ihn dann doch vorhin beschäftigt? Und ich will immer noch wissen, was passiert ist. Zugangsprofil geladen. Dr. Eva Rosaline. Einstellung der Stromversorgung. Zugriffsdaten. Zugriffsdaten werden geladen. Uhrzeit 19:39. Manuelles Herunterfahren durch Dr. Neil Watts. Halt mal. Manueller Neustart durch Dr. Neil Watts. Warum hat Neil es runtergefahren? Das macht doch keinen Sinn. Er hat es doch hier neu gestartet. Seltsam. Warum hat er den Generator erst heruntergefahren und dann selbst neu gestartet? Zugangsprofil geladen. Einstellung der Stromversorgung. Ich sollte die Einstellung so lassen. Ja, ist gut. Aber jetzt wissen wir wenigstens, warum er so verwirrt war. Gucken wir mal die andere, ob da irgendwie weitergeht. Vielleicht nächstes Mal. Okay. Hallo? Wer ist da? Wer ist da am Apparat? Sohn? Bist du das, Neil? Ah, seine Mutter. Warum sprichst du nicht mit ihnen? Haben sie etwas falsch gemacht? Nein, es ist nicht ihre Schuld. Warum bist du wieder hergekommen? Das habe ich dir bereits gesagt, es war die Idee meiner Schwester. Du hättest es ihr ausreden können. Was? Sieh mal, danke, dass du zurückgekommen bist und diese Leute eingeladen hast und all das. Aber mach sowas bitte nicht nochmal. Was genau meinst du? Wo gehst du hin? Nach Hause, ich habe einiges zu erledigen. Was zum Teufel ist los mit dir? Ich weiß nicht, was dein Problem ist, aber heilige Ananas nochmal, bleib locker. Diese Leute sind den weiten Weg hergekommen, um den Abend mit dir zu verbringen. Wann hast du das letzte Mal mit anderen zusammen zu Abend gegessen? Meine Schwester hat ihre Familie hergebracht, damit du nicht allein sein musst. Sogar Lilly und ihre Kinder sind gekommen. Du erinnerst dich doch an sie, oder? Du hast sogar dieses dumme Spiel über den Fall programmiert. Was wirst du tun, wenn du zu Hause bist? Dir eine Fertigpizza in den Ofen schieben? Entspann dich mal für einen Abend, meine Güte. Wie auch immer, ich werde hier nicht weiter in der Kälte stehen und dir eine Predigt halten. Mach, was du willst, ich gehe rein. Aber oben ist ein Platz für dich reserviert, egal ob du kommst oder nicht. Hm.
Sie hat die Türe wieder aufgemacht. Oh. Er ist doch zurückgegangen. Wie ihr merkt, die Minisoden sind wirklich, wirklich kurz. Aber das bedeutet auch, dass ich Samstag das nächste Spiel starten werde. Wir essen doch zusammen. Haben sogar einen Truthahn aufgetischt. Und Neil spielt mit den Fangen. Okay. Der Sprite mit dem Weinglas, ne? Jemand, er nimmt das auf? Eine Nachricht. Jordan, ein Freund von, der viele von Freebirds Pixelbildern gezeichnet hat, ist momentan im Krankenhaus und hat sie sich. Oh. Das ist natürlich sehr nett. Also, dass er dann sagt von wegen, hier, geht, spendet doch bitte. Aber hoffen wir mal, dass er mittlerweile wieder drauf, gut drauf ist, weil immerhin ist dieser Aufruf von 2011. Oh, was ist denn jetzt los? Und? Und was? So übel war das nicht, oder? Alle hatten einen schönen Abend, nicht wahr? Ja, ich denke schon. Hey, kann ich bei euch mitfahren? Neil meint ich... Was ist jetzt los? Hey, kann ich bei euch mitfahren? Neil meinte, er brauchte... Tassis, lass uns nach Hause fahren. Ich konnte das nicht lesen, das war zu schnell. Das konnte ich, habe ich nämlich selbst nicht beschleunigt. Was ist das? So, und das ist der Grund, warum ich sage, irgendwas stimmt ganz und gar nicht in dieser Company. Warum sitzt Eva in diesem kleinen Raum und hat diese Maschine auf, obwohl sie... im Wachzustand ist und hat anscheinend genau diese Erinnerungen erneut geladen. Benutzt sie etwa das Gerät, um sich zu erinnern? So, aber das war Minisode 2. Und damit ist das normale Spiel To the Moon komplett abgeschlossen. Das normale Spiel. Als nächstes wäre Bird's Story dran. Das wird schön einfach für mich, weil diese genau, entweder das, aber alleine, dass sie in ihre eigenen Erinnerungen reingeht und diese entweder neu geladen hat oder etwas verändert hat oder ihr aufgefallen, dass was verändert ist. Wir wissen nicht genau, was da passiert ist. Und das, und dann wird's halt irgendwo komisch, ne? Weil ich glaube nicht, dass sie im Sterben liegt. Also, was hat Eva da gemacht? Sie war ja privat unterwegs. Sie hatte ja noch nicht mal ihren Doktortitel an. Also, noch nicht mal ihren Kittel. Der hing nämlich an der Garderobe, oben in der Ecke. Also, was ist da los gewesen? Ich muss leider gestehen, ich weiß es selbst nicht. Auch wenn ich die Spiele gespielt habe. Es ist bis jetzt noch nicht rausgekommen und deshalb hoffe ich ja wirklich auf nächsten Monat, wenn der dritte Teil rauskommt. Ob sie es dann endlich auflösen, keine Ahnung, werden wir sehen. Aber vorher gibt es halt noch A Bird Story und Finding Paradise. Finding Paradise ist der so gesehen offiziell der zweite Teil und alles, was da drin zwischen ist, sind Filler.
Das heißt, wir arbeiten uns jetzt noch durch den letzten Filler am Samstag. Und dann kommt Finding Paradise, wo ich dann wieder ungefähr eine Woche mit beschäftigt sein werde. So, aber das zu den Bedenken, was ist mit dieser Maschine und was und wie kommt es, dass Neil anscheinend irgendwie doppelt vorhanden ist? Und warum hat Eva sich doppelt gesehen? Gibt es vielleicht, oder gibt es einen Nebeneffekt vom in Erinnerungen rumstöbern? Wer weiß, keine Ahnung. Kann alles Mögliche sein, wir wissen es nicht. Oder sind sie selbst manipuliert worden? Ich bin nur gespannt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es ist auf jeden Fall, also dieser Teil der Minisode finde ich tatsächlich sehr, sehr unheimlich. Alleine nur wegen diesem Ende. Aber ich sag für heute, dass es auf jeden Fall schön war, euch To the Moon vorzuspielen und hoffe, dass ihr bei der nächsten Folge auch von Freebird A Bird Story gucken wollt. Ich beende jetzt den Stream und falls ihr nicht mehr dabei seid, gute Nacht, bis morgen. Das war der Plan, weil ich glaube, ich werde mich jetzt auch mal aufs Ohr legen. Ich habe in letzter Zeit so viel gespielt, dass ich kaum geschlafen habe für meine Verhältnisse. Und dann wünsche ich euch einen schönen Restabend, gute Nacht und bis morgen. Tschüss.